Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game, und zwar zu Pamali, Indonesien Folklore-Horror. Das Spiel startet direkt so: Taboo, Prohibition, Restriction. An action or word that should be avoided for social reasons, usually cultural ones. Understood. Okay. Oh, es gibt Settings. Quality high. Ich verzichte mal auf Motion Blur, davon wird mir immer schwindelig. Okay. Das ist die Demo von Pamali, und die Vollversion gibt es, glaube ich, schon auch auf Steam. Aber bevor ich mir die dann ansehe und so etwas, möchte ich mir erstmal ein Bild davon verschaffen über die Demo. Die gibt es kostenlos zum Download. Die drei sind geschlossen. What the fuck? The White Lady, davon habe ich schon mal was gehört. Was soll denn das sein? Okay. Somewhere in Java, Indonesien. Indonesia. After experiencing 2 days of mysterious occurrences, he still needs to clean the house to be sold. He hopes there won't be any more problems tonight. Fängt schon gut an. Okay, wir starten in Nacht 3. Tuesday 9, Kliwon, Sapa, 1932. Rika, ini semua makin aneh, Kak. Rika! Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, iya sih, benar kata kamu. Tapi, iya, baiklah. Kau pasti bisa, Jack. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Gut, dass es englische Untertitel hat. Ich habe sonst leider kein Wort verstanden. Gate. Get the fuck out. What? Aduh, kuncinya di dalam. Ah, the key is inside. Willst du mich verarschen? Wie bin ich denn hier reingekommen, wenn der. Aduh, kuncinya di dalam. Wie bin ich denn hier reingekommen, wenn der Schlüssel drinne ist? Ach, ich. Push. Okay, man kann hier sehr viel machen. Und es sieht auch recht hübsch aus, muss ich sagen. Habe ich nicht erwartet zuerst. No wonder why my family is so unfortunate. Eine Sandale. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Ini milik ayah yang ada di sini rupanya. Okay, das ist also unser Haus. Unser früheres Haus. Das. Oh, ist das Staub hier in der Luft? Holy shit. Und wir sollten hier das anscheinend alles sauber machen, weil das Haus verkauft werden soll. Dear Mom and Dad, this is my first letter for you, as this is also my first time being away from both of you. How are you? I hope both of you are fine. I'm also fine here. Don't worry too much about me, okay? Remember, I'm your son. The only son that you are proud of. Wow. First year of college might be hard for most people, but not for me. Don't worry, I'll come home when I have school break. Regards, your son, Jaka. Sollen das die Eltern sein? Ini punya ibu. Okay, Throwaway, wir sollen ja sauber machen, oder? Noch ein Bild. Sind wir das vielleicht? Okay. Wir haben für Licht gesorgt. Wir haben für mehr Licht gesorgt. Das ist immer gut.
Je mehr Licht, desto besser. Ah, sudah rusak. Harus segera diperbaiki. Perkebunan ayah. Was war das für? Da hat jemand gesummt. Das ist kein gutes Zeichen in einem verlassenen Haus. Ah, ini dia kunci pintu depan. Tidak pernah diganti ya, sejak 2 tahun lalu. Dear my beautiful wife, although we are miles apart, I know distance can't tear our hearts apart. How are you there, darling? I'm really sorry, I can't be... Can't be by your side at the times when you need me the most. I always hope that you and our little one are always okay and healthy. I'll be back in 2 months from now and... meet our little cute guys soon. Okay. I can't wait until the day comes when the three of us can finally be together as a little family. Sincerely, your husband. Wer unterschreibt denn einen Brief an seine Frau mit dein Ehemann? Kann man doch mit dem Namen schreiben. Keep it somewhere safer. Aku lagi. Mengapa disimpan di sini? Dispose. Was zur Hölle geht denn hier ab? Ich will jetzt schon mal anmerken, das ist ein ziemlich gutes Horrorspiel. Wah, sudah sangat lalu ternyata. Wieso habe ich das getrunken? Habe ich das jetzt ernsthaft getrunken? Was ist los mit mir? Ini kan kue lebaran 2 tahun yang lalu. 2 Jahre alte Kekse, dann wird der Kaffee wahrscheinlich auch nicht mehr so gut sein. Falls es überhaupt Kaffee war, wahrscheinlich war das am Anfang nur Milch und jetzt sieht es aus wie Kaffee. Selamat malam, saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan sebuah saya dulu sering sekali minum dari sini. Di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak di Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara bus menderita luka parah di ujung tubuh. Jasad pasangan suami istri tersebut masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit. Ich habe gar nicht aufgepasst, was da für Nachrichten laufen. Sekian berita petang hari ini. Selamat malam. War das irgendwas Wichtiges? Scheiße, da waren bestimmt irgendwelche wichtigen Informationen, die ich jetzt nicht mitbekommen habe. Every first day. Was? Every
Das zweite ist noch First Day und das letzte ist Night. Was ist denn das dazwischen? Cleavon? YouTube. Room. Boah, die Schrift lässt sich schwer lesen. Ich hasse diese verbundene Schreibschrift. Ich bin mehr ein Fan von Druckschrift. Rambut. Was denn heißt es? Gute Frage. Talisman. Ini apa lagi sih? Wer atmet mir da in den Nacken? Masih berfungsi ternyata. Oh Gott sei Dank, der ist leer. Gott, das ist ja. Das ist ja furchtbar hier. Aber wirklich. Was passiert, wenn ich einfach so abhaue? Ich habe irgendwie keine Lust, in den Gang da zu gehen. Könnte ich rein theoretisch abhauen? Nur so als Frage. Oh mein Gott, das kann ich tatsächlich, oder? We are never actually alone in this world. There are things that we can't see, we can't feel, we can't touch, but still exist around us. Mind your surroundings, be respectful. Your actions are being watched, your decisions are being judged. Everything depends on what you do, what you think and what you say. You decide your own fate. Nice try, but just barely. You've tried to be respectful, but sometimes trying just isn't enough. You still let your arrogance and ignorance show. Control your pride and a little bit more and you're good to go. Okay. Excuse us, if you throw away something that can't defend you, then that's your loss. Ah, ich hab die weggeworfen, die hätten mich aber schützen können. Windows, staring is impolite. Okay. Nail. A protection because she desperately hates it. But you throw it away. Come. Did you think touching other people's stuff is a good idea? Huh. Thank you for trying our demo. Das war interessant. Sogar sehr interessant. Aber ich fürchte, ich kann es dabei nicht gut sein lassen. Ich fürchte, ich muss da nochmal rein, oder? Dass ich jetzt einfach abgehauen bin, ist natürlich so eine Sache. Aber jetzt bin ich doch schon... Ach, Cleavon, das ist der Ort hier. Was in diesem einen Gang ist, wäre doch interessant. Ich will jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich... Die Mama, komm
die Fehler, die ich gemacht habe, nicht nochmal mache. Kak, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, iya sih, benar kata kamu. Tapi... Ya sudah, selesaikan dulu saja sendiri kamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya, baiklah. Kamu pasti bisa, Jack. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Okay. Werfe nochmal einen Blick jetzt rein. Baiklah. Saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Okay. Ini punya ibu. Ah, sudah rusak. Harus segera diperbaiki. Tidak pernah diganti ya, sejak 2 tahun lalu. Lagi. Mengapa disimpan di sini? Keep it somewhere safer. Was soll das denn heißen? Apa ada gunting di sini? Ich lasse es erstmal da. Okay, das Bild fällt wieder runter, richtig? War es nicht so? Ich höre mal zu. Okay. Kenapa belum dicuci? Sehr gut. Einfach nochmal trinken. Nicht anfassen, richtig. Ich bin jetzt echt neugierig, was es hier noch alles gibt. Journalism, Guide to Basic News Writing. Ah, bantal ini terasa aneh. Okay. Gibt es hier kein Flurlicht?
kann die Tür nicht öffnen. Geh nicht auf hier. Im Moment wirkt alles so ruhig. Wo? Was? Was und wo? Bisa dibuka. Can't open this one. Vielleicht ist es ja besser so. Warum fühlt es sich... Wie sieht es so aus, die Optik, als ob es komplett kalt ist? My sister. It's like she's. Die Türen bekomme ich auf keinen Fall auf. Oh Gott. Oh no. Wessen Zimmer ist das? Warum sieht das für das, als ob es mich ansieht? Dear mother and father, how are you? I hope you are always healthy. I sent you a pepwan red fruit that can make your body healthy and strong. I want to say that I'm sorry because I can't go back home for this... for this aid. Was soll das sein? AL-7ETR oder? Ich habe keine Ahnung. The border is still messed up and I can't leave my post. Please send my greetings to Jaka. Okay, das ist also von meiner Schwester. Oder? Also, when you visit her graveyard, please tell her that I still... Nee. That I still love her. And that she's always be the one in my heart. Thank you and I hope I can... see you next year. Sincerely, your son-in-law. Okay. Also der... Sudah lama tidak mendengarkan ini. Masih berfungsi ya? Karena... It's always look different since we were young. Aku lagi. Mengapa disimpan di sini? Schon wieder Nägel. Ich kann es nicht mehr ausmachen. Ist es so eine gute Idee, sich das Tagebuch durchzulesen? Gut. Die
Diese Tür hier hatte sich geschlossen, die andere da hat sich geöffnet. Das Zimmer ist das von. Ist das jetzt das von meiner Schwester? Das war anscheinend eben das von den Großeltern. To remember 40 days of death. Our beloved wife, children and sister. Nandan Enda Sunaria Binti Dadang. Apa sih kakak terus menyimpan ini? Mock bei der Puppe, das werde ich auf keinen Fall tun, das. Das kann nur böse Omen auf mich ziehen. Ich komme hier nicht raus. Das ist aber schlecht. What happened to this picture? Ich habe einen Fehler begangen. Ich hätte hier nicht reingehen dürfen. Hide until morning. Ich kann mich da verstecken. Okay. Also es gibt scheinbar unterschiedliche Enden, wie die ganze Sache ausgehen kann, oder? Okay. We are never actually allowed in this world. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber das ist echt cool, das Spiel. Das ist wirklich großartig. Gefällt mir richtig gut. Manche surroundings be respectful. Actions are being watched, your decisions are being judged. Everything depends on what you do, what you think and what you say. Decide your own fate. Surprisingly well informed. You're so polite and respectful that even she doesn't have the nerve to poke you around. If you keep doing this, you'll always be in peace, even with the one you can't see. Baby doll. She loves babies, her own even more. Wedding photo. A life almost forgotten. She doesn't want to be reminded. Her photo. Don't stare back. Yasin, respect the dead. Darian, information, but you think otherwise. Okay. Interessant. Okay, das war es jetzt aber wirklich mit der Pamali-Demo. Und jetzt hat es mich überzeugt. Ich werde mir auf jeden Fall das vollständige Spiel davon mal ansehen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Horrorspiel hier auf Mutsam LP. Bis dann. Ciao.